Mein Name ist Beatrice, ich bin 17 Jahre alt, habe jetzt gerade auf der Landesschule Pforte in der Nähe von Naumburg in Deutschland mein Abitur abgelegt und habe mich dann entschieden, nach Russland zu gehen, speziell nach Moskau. Und bin jetzt hier seit Anfang August und lerne seitdem Russisch und mache jetzt gerade ein Praktikum bei der Moskauer Deutschen Zeitung. Es ist nicht einfach. Also, mein größtes Problem ist, dass ich schon Englisch, Französisch und halt Deutsch spreche. Und es gibt immer irgendwelche Leute, die Englisch, Französisch oder Deutsch sprechen. Und somit habe ich wenig Möglichkeiten, Russisch zu lernen. Ich versuche es, klar, aber wenn ich abends 22 Uhr nach Hause komme und russische Vokabeln lerne, ist das natürlich nicht ganz so effektiv. Und deswegen ist es in dem Sinne für mich schwer, weil ich halt schon drei Sprachen mehr oder weniger fließend spreche und es gibt immer jemanden, mit dem ich mich auf den Sprachen unterhalten kann. Auf der einen Seite super, aber auf der anderen Seite halt, um meine Russischkenntnisse und meine vierte Fremdsprache auszubauen, ist halt schwierig. Aber ich habe halt in der Schule noch Latein gelernt und ich komm mir halt echt so vor wie Latein, weil mit den ganzen Endungen und mit den Fällen und klar, wir in Deutsch haben das auch, aber ich weiß nicht, ihr seid mit den russischen Endungen aufgewachsen, ich bin mit der deutschen Grammatik aufgewachsen, das ist für mich kein Problem. Aber ich habe in Latein diese Endungen gehasst, habe ich einfach weggelassen. Geht ja seit dem Russischen nicht, jetzt muss ich es halt sprechen. Aber mein Gott, muss ich jetzt durch. Und es macht mir Spaß, weil ich verstehe auch immer mehr, aber sprechen ist halt schwierig. Aber kommt noch, hoffentlich. Ja, genau. Und ich lese nicht so gerne lange auf dem Laptop. Das strengt mich an. Deswegen lese ich immer gerne, was ich in der Hand habe. Aber klar, die großen Zeitungen werden auch groß gedruckt und die haben dann halt so ein riesiges Format. Geht halt nicht anders. Aber ja, wie gesagt, ich bevorzuge dann doch lieber so wie Cicero. Ich weiß nicht, das ist ein Magazin für politische Bildung. Das ist halt auch so ein Heft. Finde ich halt angenehm. Hat man alles, kann man auch in die Tasche stecken und zerfleddert nicht. Ich habe eine Frage. Oh ja. Als Mädchen, als kleines Mädchen, als junges Mädchen, hast du so auch diese Serie verfolgt, Bücherserie, freche Bücher für freche Mädchen Ja. gelesen auch, ja? Da war ich ganz ehrlich. Bezogen. Ja. Also die waren echt gut. Aber da war ich auch 10. Aber ja, das stimmt. Da war ich so ein Opfer davon. Fand ich super. Das sind Liebesgeschichten für 8- bis 12-jährige Mädchen. Es ist halt immer wieder das Gleiche, nur anders. Ja, weiß nicht, das ist so typischer Mädchen-Tralala. Was ich sehr schön finde hier, ist, ich habe mich auch mit Leuten, ich sag, also mit zwei Deutschen unterhalten, die Auslandssemester in Russland, in Moskau bzw. in St. Petersburg gemacht haben und jetzt letztendlich hier geheiratet haben oder in Deutschland geheiratet haben, aber hier wohnen und die sind halt hier hängen geblieben. Und das fand ich echt schön. Und die waren auch so überzeugt. Und ich glaube, Leute, also gerade Ausländer klingt ja so böse, Ausländer, die nach Russland kommen, die sind davon überzeugt. Jeder geht in die USA, jeder geht nach Südamerika, manche nach Südafrika, Australien, Neuseeland, da kann jeder hingehen. Aber die Leute, die nach Russland gehen, die sind von ihrer Sache überzeugt und wissen das auch sehr zu schätzen. Und das, ja, finde ich schön, da fühlt man sich irgendwie wohl, weil ich ja auch so eine bin. Ja und nein. Ich glaube, das ist einfach derzeit ein weltweites Phänomen, dass durch die fortschreitende Digitalisierung die Printmedien nicht mehr so ganz wichtig sind. Und auch gerade durch Facebook, durch Twitter, da kommen so viele Nachrichten so schnell, dass viele einfach nicht mehr die Notwendigkeiten sehen, zum Kiosk zu gehen und sich eine Zeitung zu holen. Oder ist auch für viele ist es auch zu teuer, weil Spiegel Online oder Apps sind billiger und einfacher. Man hat sie immer in der Hand und man kann immer alles lesen. Und durchs Internet ist immer alles sofort verfügbar. Aber natürlich auch nicht so tiefgründig. Aber ich glaube auch, dass viele, ja, vielleicht pauschalisiere ich das jetzt ein bisschen, aber es gibt zu wenige, die sich für ein Thema tiefgründig informieren und das tiefgründig erarbeiten wollen. Und dann, das heißt, dass man halt schnell Facebook-Nachricht liest, Headline,
3-4 Zeilen drunter und dann fühlt man sich informiert. Aber es gibt ja auch, ich sag mal, Printmedien sind ja heutzutage nicht nur Printmedien, sondern gibt ja auch die Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Zeit, das sind ja alles ganz, sind ja mit die berühmtesten und ich denke auch sehr guten ja, Zeitungen, die gibt es ja auch digital, also gleichen Text gedruckt und digital. Aber es hört man auch immer wieder, dass die Zeitung und gerade die regionalen Zeitungen sehr ums Überleben kämpfen. Also Schwierigkeiten haben, ihre Kosten zu decken, weil einfach die Leserzahlen sinken. Ich habe auch, wie gesagt, am Wochenende habe ich auch mit Kadetten gesprochen. Und das fand ich extrem interessant, weil wir in Deutschland haben aus vielen verschiedenen Gründen natürlich keine Militärschulen mehr. Das ist einfach unvorstellbar für uns. Und deswegen fand ich das umso interessanter mit ihren schicken weißen Uniformen und so. Und genau, die haben ja auch einen sehr streng geregelten Tagesablauf von 7 bis 23 Uhr etwa. Und ich war auch auf dem Internat, aber ich hatte nur Schule und konnte dann machen, was ich wollte. Und habe quasi nur in der Schule geschlafen. Genau, und die haben da ja sehr streng und müssen jeden Morgen 3 Kilometer rennen, etc., etc. Und dann habe ich auch Videos gesehen im Internet von ihren Festivitäten, also wo die auch alle stramm stehen und dann da schön marschieren. Das ist in Deutschland einfach unvorstellbar, dass das unter 18-Jährige machen. Das ist einfach, gibt's nicht. Weil Deutschland hat nämlich den Riss in der Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und das steht uns immer noch auf die Stirn geschrieben. Und unser Nationalstolz leidet bis ins 21. Jahrhundert darunter, beziehungsweise wir zeigen nur bei der Weltmeisterschaft unser Nationalstolz. Also wirklich, wenn Weltmeisterschaft ist, dann stehen wir alle auf der Straße mit unseren Deutschlandflaggen und hängen sie aus dem Fenster und da sind wir alle ganz verrückt. Also Weltmeisterschaft wird auch nächstes Jahr wieder lustig. Da zeigen wir wirklich unseren Nationalstolz und zeigen auch, dass wir dazugehören und dass wir zueinander gehören. Aber ansonsten merkt man davon nichts. Und hier in Russland hängen die Russlandflaggen, laufen Leute mit ihren Russlandfähnchen durch die Straßen oder auch in Moskau. Und bei den Paraden, bei diesen Kadettenparaden, da marschieren die auch alle, singen russische Lieder, die ich leider noch nicht verstehe, werfen riesige russische Flaggen aus dem Fenster. Ich weiß nicht, das wäre echt beeindruckend. Und die Mütter stehen am Rand und sind beeindruckt, wie toll ihre süßen kleinen Jungs da stehen und marschieren.